November 2022. Die triste, fiese, kalte, eklige Jahreszeit, die keiner will, hat begonnen. Ich nehme das zum Anlass, hier mal das Rollo schnell wieder runterzumachen und dann fange ich immer wieder an zu produzieren. All dieweil ich hier schon komische E-Mails kriege, ob der Kanal vielleicht zum Verkauf steht. Nein, tut er nicht. Ich mache weiter. Spottingvideos.de ist wieder am Start. Ich bringe euch kurz ein Update. Ich habe mir nämlich was überlegt, weil mit der kalten Jahreszeit hat ja jetzt auch die dunkle Jahreszeit begonnen. Und was Dunkelheit angeht, schneidet meine lieblingskompakte Spotting-Kamera nicht so richtig doll ab. Und dann war meine bisherige Lösung, was diesen Klopper hier mitzuschleppen. Ja, womit ich dann zwar super Bilder bekomme, aber das ist halt, es ist mega anstrengend, ja, das Ding ist schwer und man sieht schon hier die Schiene drunter, ne? Entsprechend krasses Stativ habe ich dann auch immer mitgeschleppt. So, macht überhaupt keinen Spaß, du bist viel zu unbeweglich, wenn du das irgendwie 2 Kilometer geschleppt hast oder noch weiter, hast du am nächsten Tag hier blaue Schultern von den ganzen Tragegurten. Boah, ich kann nicht mehr hier draufstellen. Ja, also, irgendwie brauchte ich eine kompakte Kamera, aber auch mit 1 Zoll Sensor, dass ich vernünftige Bilder bei Dunkelheit bekomme. So. Das war die Überlegung und ich habe was gefunden. Und das zeige ich euch jetzt. So, und nachdem der Ton im Intro ziemlich schlecht war, geht's jetzt mit besserem Ton weiter. Wir machen einen Zeitsprung zurück auf den 5. Januar 2022. Das erwartete Paket ist da und wird gleich ausgepackt. Ja, und hier wird natürlich auch direkt gespoilert, was es ist. Also, die Spannung ist schon raus. Es ist eine Canon XA50. Ja, nicht besonders spannend verpackt, aber das ist so üblich bei Profi-Produkten. Die spannenden Verpackungen gibt es eher bei Consumer-Produkten. Was soll's, es kommt auf den Inhalt an. Und hier kommen jetzt die spannenden Teile, nämlich der Handgriff mit den XLR-Eingängen und der Tonsteuerung, der zweiten Zoom-Wippe, dem zweiten Auslöser and so on. Aber die Kamera ist auch voll funktionsfähig ohne diesen Handgriff. Man kann sie also sehr kompakt auch betreiben, wenn man denn möchte. Wenn die irgendwie ins Reisegepäck passen soll oder so, das wäre möglich. Da aber leider keine Reise anstand, habe ich die Kamera dann so zusammengebaut, wie man es hier dann gleich am Karton sehen kann. Ja, und dann ist man natürlich heiß drauf, so ein neues Gerät auszuprobieren. Und wo könnte man das besser tun als an irgendeinem Flughafen? Und da sich das auch vom Wetter her anbot, habe ich mich dann entschlossen, am nächsten Tag, am 6.01.2022, nach Frankfurt am Main zu fahren. Was ihr jetzt hier seht, sind Bilder, wie ihr sie so nie wieder sehen werdet, denn das sind die kompletten Werkseinstellungen der Kamera. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich den Weißabgleich manuell auf sonnig gesetzt habe. Nachbearbeitet habe ich auch nichts. Die Aufnahmen sind deswegen jetzt ein bisschen weniger scharf und mit ein bisschen weniger Farbsättigung, als ich das später dann für mich eingestellt habe. Bei der Bildstabilisierung ist das jetzt der Standardmodus von 3 möglichen Stufen. Es gibt Standard, Dynamik und Powered und die Kamera ist ohne Hilfsmittel Freihand gehalten die ganze Zeit. Hier ein Japan Airlines Dreamliner im Anflug und damit der erste Versuch mit dieser Kamera mal ein sich schneller bewegendes Ziel einzufangen. Ja, und man sieht schon, das hätte ich noch ein bisschen üben müssen vorher. Hier gibt es dann schnell so einen Ping-Pong-Effekt, aber etwas weiter rausgezoomt klappt es dann besser. Kurzer Abstecher zur ehemaligen Zufahrt der US Airbase, wo jetzt das Luftbrückendenkmal ist. Hier gibt es eine DC-3 und eine DC-6 zu sehen, auch bekannt als Rosinenbomber. Und hier sieht man jetzt ganz gut die automatische Gegenlichtkorrektur, die die Unterseite der Tragflächen zwar sehr gut aufhält, dass man alle Details sehen kann, dafür aber den Rest des Bildes auch ganz schön überbelichtet.
Das kann man natürlich ausschalten, was ich dann getan habe. Da, wo früher die US Airbase war, ist jetzt die Baustelle des Terminal 3. Hier ein Zoom auf die künftige Eingangshalle. Der Baufortschritt ist natürlich mittlerweile weiter, weil das hier ist ja, nicht vergessen, Stand Januar 2022. Auch der Tower hat mittlerweile seine Fensterscheiben und der ist ja nicht nur ein Turm, das ist ja ein richtig massives Gebäude, wo anscheinend alles Mögliche rein soll. Falls Frankfurt Airport da noch eine Eigentumswohnung drin zu vermieten hat, so mit Blick nach Norden, wäre ich nicht abgeneigt, ja, da hätte ich eindeutig Interesse. Nur ganz kurz zu sehen, ich lasse es mal langsamer laufen, ein Boeing 737 Frachter mit russischer Registrierung. Zu der Zeit hat noch niemand geahnt, dass wir nur 2 Monate später einen Krieg in Europa haben werden, in dessen Folge dann allen Maschinen mit russischer Registrierung der Einflug in den deutschen Luftraum verboten wurde. Zum Sonnenuntergang zurück am Aussichtspunkt Zeppelinheim an der Autobahn A5. Hier wird gerade ein Lufthansa A330 vorbeigeschleppt und die Zäune werden leider immer höher und ragen jedes Mal ein Stück weiter ins Bild. Im Hintergrund sieht man die Glasfassade des Terminal 2, wo mich mein Fußweg jetzt hinführen wird. Auf dem Weg gab es noch ein paar Landungen zu sehen im letzten Licht des Tages. Hier Kleinkram, kleine Airbusse von Lufthansa und British Airways. Und hier jetzt aber was Schönes, eine Gulfstream 500, zwar auch vergleichsweise klein, aber da es ein Privatjet ist, ist es in dem Segment schon die Oberklasse. Und jetzt kommt der Big Boss. Nein, die Queen, denn der Boss ist ja schon der A380. Hier kommt Korean Air Cargo mit einem Jumbo, einer 747. Angekommen am Terminal 2. Den neuesten Gerüchten zufolge soll das erstmal geschlossen werden und nur noch als Ersatzterminal dienen, sobald das Terminal 3 in Betrieb ist. Stimmungsbilder hier von der Zufahrt des T2 mit Skyline Train vorm Abendhimmel. Nach einem Kurzbesuch im Terminal 1, Rückfahrt zum Terminal 2 im Skyline-Zug, der in Wirklichkeit natürlich nicht ganz so schnell fährt. Anfahrt Terminal 2, Fluggastbereiche D und E. Bitte festhalten. Approaching Terminal 2, Concourses D und E. Please hold on to the handrails. Und wieder zu Fuß unterwegs an einer weiteren Baustelle. Hier entsteht die Trasse des neuen Verbindungszuges, der die beiden alten Terminals mit dem neuen Terminal 3 verbinden wird. Der alte Skyline-Zug wird dabei aber nicht ersetzt, sondern bleibt bestehen und verläuft ein Stück parallel mit dem neuen. Mittlerweile herrscht komplette Dunkelheit. Hier nochmal ein Jumbo im Anflug im ganz normalen Standardmodus, ohne dass ich irgendwas an der Kamera gedreht hätte. Aber jetzt geht's los und das ist komplett übertrieben. Ich meinte nämlich direkt den Maximalmodus testen zu müssen, der die Kamera quasi in ein Nachtsichtgerät verwandelt. Aber so extrem, dass das Videomaterial so nicht mehr wirklich brauchbar ist. Das ist der Lowlight-Modus, den man in den Szenenmodi auswählen kann und der macht in der Hauptsache 2 Sachen. Die Verschlusszeit wird automatisch je nach Bedarf ständig angepasst und bis zu einer halben Sekunde verlängert. Das bringt zwar mehr Licht, aber das ruckelt dann natürlich so, dass man das kaum noch als Video bezeichnen kann, eher als Fotoslideshow. Dazu wird dann auch noch der Gain, also das, was Fotografen ISO nennen, automatisch auf völlig inakzeptable Werte erhöht, weswegen wir hier jetzt auch so ein Bildrauschen haben.
Dafür sieht man dann Sterne, den Strahl der Landescheinwerfer oder dass auf der anderen Seite grüne Bäume stehen, wo ich mit bloßem Auge nichts als Dunkelheit gesehen habe. Das eigentliche Motiv Flugzeug wird dann komplett überbelichtet, jedenfalls so lange, bis man näher ranzoomt. Seit diesen Aufnahmen ist ja fast ein Jahr vergangen und in der Zeit habe ich noch etliche Drehs in der Dunkelheit gemacht und kann nun sagen, dass der Lowlight-Modus Quatsch ist. Denn im Standardmodus ist in der Regel schon alles hell genug und sollte es doch mal nicht reichen, dann kann man die Funktion Auto Slow Shutter auch noch so dazu schalten und hat dann auch eine längere Belichtungszeit. Keine halbe Sekunde zwar, sondern maximal schätzungsweise eine Viertelsekunde, was dann natürlich auch schon kein superflüssiges Bild mehr ergibt, aber damit kann man auch leben. Hauptsache hell. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es auch noch den Infrarot-Nachtsichtmodus gibt, wahlweise im klassischen Grün oder in Schwarz-Weiß, wahlweise mit oder ohne Infrarotbeleuchtung, für Aufnahmen bei Nulllicht. Ich weiß, dass das geht. Ausprobiert habe ich das mit der Kamera bis heute nicht, denn grüne oder schwarz-weiße Bilder gefallen mir nicht. Das käme also wirklich nur als Notlösung in absoluter Dunkelheit in Frage. Hier haben wir noch ein kurzer Zoom auf den Mond. Man sieht die dunkle Seite des Mondes extrem mit leichten Fokusproblemen zu Beginn, aber auch nur, weil der Mond nicht im mittig platzierten Fokus-Messfenster war. Dazu muss man sagen, Autofokus war an die ganze Zeit und meistens hat das gepasst und das ist phänomenal gut, denn alle anderen Kameras in meinem Bestand, inklusive der großen Sony, die ich zu Beginn zeigte, muss ich im Dunkeln auf manuellen Fokus schalten, weil sonst nichts klappt. Zu guter Letzt, jetzt war nämlich der mitgelieferte kleine Akku auch leer und ich hatte zu der Zeit noch keine Ersatzakkus. Hier nochmal ein Blick auf die Autobahn, wo man ziemlich gut sieht, wie das mit der automatischen Anpassung der Belichtungszeit läuft. Hellere Bildinhalte flüssig, dunklere Bildinhalte beginnen zu ruckeln. Soweit der erste Test. Danke fürs Zuschauen. Soll ich den Standardspruch aller YouTuber sagen? Hier mit Like und Abo und so? Ah nee, ist mir zu doof. Also, tschüss.